Hallo, meine Küche einrichtenden Hausverteidiger und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Röntgen hier bei 7 Days to Die. Ja, wir sind immer noch hier. Ich habe jetzt dann doch noch nicht weitergemacht, denn ich möchte mit euch auf jeden Fall hier noch ein bisschen was machen. Sag mal, ist hier. Oh, guck mal, hier wäre auch nochmal Platz. Aber nicht oben Bereich, ne? Hier kann ich jetzt nichts mehr reinmachen. Aber ich könnte jetzt da was reinlegen, aber da nicht. Warum kann ich hier jetzt nichts reinlegen? Okay, geht gerade gar nichts. Und ich habe gerade einen richtig fetten FPS-Drop. Ich hoffe jetzt immer, dass wenn es so das macht, dass er dann einfach alles nachlädt. Wir danach die Möglichkeit haben, ganz normal zu spielen. Hat aber nichts zu heißen. So, ich habe euch jetzt einfach, wie gesagt, dazu geholt, weil ich mit euch hier noch ein bisschen was arbeiten wollte. Wir werden hier einfach noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte mit euch wirklich hier einfach unser Domizil so einrichten. Das wird ja hier unsere Vorratskammer. Dazu wollte ich euch einfach mitnehmen, weil das machen wir zusammen, habe ich mir überlegt. Alleine ist es dann auch immer ein bisschen dödelig, weil wir fangen das zusammen an. Wir haben uns hier dieses Last-Party-Haus geholt und wir wollen es jetzt zu unserem kleinen... ist ja cool gemacht. Okay. So, dann machen wir hier noch... Machen wir alles einmal weg, weil hier wird dann wirklich so... hier kommst du rein, da kannst du hier noch ein paar Dosen lagern, ein paar Einzelmaterialien und so weiter. Und dann haben wir da immer noch unsere Kisten, wo wir auch noch was reinlagern können. Das soll einfach nur so ein bisschen... danach aussehen. Und unten machen wir dann, ich werde unten auf jeden Fall das noch so machen, dass wir unten unsere Einfahrt machen. Dass wir die anderen Räumlichkeiten zumachen. Wir machen dann einen Eingang, da werden die sich dann immer hin versammeln. Und, okay. Da ist nichts. Gut. Machen wir jetzt aber so. Das kommt dann hier auch noch alles raus, 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 raus. Dann machst du hier so, bumm, dann machst du hier so, bumm, 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 genau. Das sieht dann, das wird schon richtig gut aussehen. So, warum? Das kann ich nicht wegmachen. Aber ich kann da auch nichts hinstellen, ne? Da geht jetzt nichts. Wegen diesem komischen Teil da. Guck mal, der ist nicht existent. Zu aller Not werde ich das einmal wegklopfen dann. Wir machen jetzt auch nur so ein paar Vorbereitungen. Sag mal, warum habe ich denn meine Axt da nicht gehabt? Das war jetzt gerade eher verwunderlich, wo die Axt auf einmal hin war. So, wir räumen hier weiter erstmal auf, damit wir hier wirklich ein bisschen Platz machen und wir das auch ein bisschen schöner aussehen lassen. Ich habe irgendwie so Bock derzeit auf Housing, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich irgendwie nie gemacht. Ich habe immer das versucht, dann selber Haus zu bauen. Ist ja auch mal wieder eine interessante Sache, wirklich mal selber ein Hausbau zu machen. Ich sage bloß, dass du 1000 hast. Warum hast denn du jetzt 1000? Das können wir mal wegmachen. Dann haben wir hier noch ein bisschen freie Sicht, genau. Ja, alles schön, dann ist das Lager nicht ganz so duscht da. Holen wir hier unser schönes kleines Lager auf. Und dann kann man hier immer schön sozusagen, also nicht, ob wir das wirklich machen, aber hier können wir dann mal rausschöpfen, wenn wir so ein paar Dosen oder so. Können wir auch noch so hinschreiben, Dose dies, Dose das oder vergammeltes Saatgut. Und dann können wir das nehmen. Ne, Saat machen wir oben noch so eine kleine, vielleicht machen wir so eine kleine Hütte noch draußen für unsere Garten da oben, die wir ja dann noch aufbauen wollen. Habe ich auch noch richtig Lust drauf, so einen richtig schönen Garten aufzusetzen. Das wird ja auch noch richtig cool. So. Okay, du bist ein bisschen mehr. Was ist da? Ist das alles hier ein? Na, okay, ist alles. Okay, das lassen wir jetzt. Nee, das dauert dann mir doch zu lange. Du bist... Oh, war ja. Das hier rauszuhauen, das wird noch ein Späßler werden, aber das können wir dann noch machen. So, haben wir denn irgendwas wie einen Tisch? Hier haben wir Stuhl. Wobei, so eine moderne Couch ist dann eher wieder so eine Couch, ne? Ich würde gerne so einen Tisch. Hätten wir noch irgendwas wie einen Tisch hier? Du musst doch auch irgendwas wie so einen Tisch haben. Wird doch noch cool. Wir werden das hier auf jeden Fall... Das wird noch so ein bisschen... da werde ich noch ein bisschen gucken, wie ich das mache. Also hier wird auf jeden Fall freigeräumt. Das machen wir leer. Da kommen wir dann so rein. Wumm, hier ist hier die Garage. Und den Rest müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch alles so ein bisschen zu, dass sie wirklich nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, reinzukommen. So alles so ein bisschen sozusagen zugießen. Das würde ich mir schon irgendwie so ein bisschen behalten. So, hast du vielleicht einen Tisch? Hier haben wir noch ein paar Couches. Kühlbox? Oh ja, kann mir mal zeigen, was eine Kühlbox ist. Metallmöbel würde ich auch gerne mal sehen. Wir gucken uns auch mal so ein bisschen was an. Beistelltischlampe. Nee, das ist ja nicht das, was ich haben möchte. Hätten wir noch einen Fernseher, ein Gras, ein Bürostuhl, Kies. Aber hier gibt es gar keinen Tisch, wa? Tisch, Tresor, Kerzentisch. Okay. Aber nicht das, was ich wollte.
So, dann nehme ich dich mal mit runter. Und dann warten wir noch, bis der hier gleich fertig ist. Dann nehmen wir den auch nochmal mit runter. Das kannst du übrigens alles wieder zusammenpacken. So, dann geht das wieder dahin. So, dann können wir den mal nehmen und den mal nehmen. 6. So, jetzt haben wir hier so eine Kühlbox. Ah, die kannst du nur so nehmen. Ah. Ich hätte irgendwie was ganz Cooles erwartet, aber na gut, das. Na gut, das. Wollen wir sowas hier so draufstellen? Was ist denn das da? Ne, okay, könnten wir eigentlich doch, guck mal, machen wir hier so, kann man auch zur Not nochmal da was zwischenlagern, wenn es sein muss. So, jetzt haben wir hier, aber jetzt sag mir nicht, dass du eine Spinne bist. Da ist ein Tisch! War nicht ganz so das, was man möchte. Guck mal, hier haben wir noch einen Standard-Wasserhahn. Wasserhahn mit... Ach stimmt, siehst du, wir haben gar kein Waschbecken hier, ne? Vielleicht nehmen wir auch den nochmal raus und machen hier nochmal ein Waschbecken rein. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Oder wir lassen es so aussehen wie so ein Waschbecken. Ich glaube, das kann man bemalen, ne? Aber wir haben jetzt gar keinen... Kann ich einen Pinsel bauen? Pinsel, Malerpinsel. Könnte ich sogar bauen. Holz und... Ja. So, warte mal. Jetzt muss ich auch mal was gucken. Hier. Guck mal da. Würdest du, glaube ich, hier so draufbappen? Wenn ich was hätte. Haben wir irgendwo Farbe drin? Ne? Hier, guck mal da. Und dann machen wir das mal zerlegen. Und dann kriegen wir 15 Farbe. Nee. Müssten wir, wenn, dann schon so machen. Hä? Also es ist fast richtig, aber kann ich den auch irgendwie drehen? Warum kann ich den jetzt nicht drehen? Ich glaube, weil ich das Ding hier falsch rum habe, war. Ich hätte den noch mal drehen müssen. Hätte ich das jetzt hier mal? Ist auch wieder verdammt! Ich verbrauche gleich meine ganze Farbe, nur weil das falsch rum ist. Das ist jetzt gerade irgendwie doof. Aufbewahrungsbox. Pass mal auf. Mach jetzt mal anders. Den mal reparieren. Und dann werden wir kurz den da wegklopfen. Wir klopfen den mal da weg. Bleibt mir jetzt gerade nichts anderes übrig. Ich muss den mal wegklopfen. Wir müssen es hier wirklich durchgucken. Hä? Ach so. Weil ich sie jetzt aufgebrochen. Ja. Jetzt verstehe ich. So. Okay, pass mal auf. Wir hatten das ja jetzt so gemacht. Wir nehmen den mal raus, den mal rein. Regulär hatten wir die ja gleich so reingestellt, ne? So, bomb. So, wenn ich den jetzt so mache. Nein! Nicht so. Ja! Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Warte. Und dann machen wir den nämlich. Machen wir den, dann geben wir hier so den. Ja, aber der hat eher den kleinen, ne? Der hat eher so die kleine Form. Ja. Guck mal so. Oh, das sieht gut aus. So, und jetzt müssen wir mal nochmal gucken. Material. Wir haben ja jetzt hier so Granit und hier haben wir altes Waschbecken. Aber ich würde eher das Granit-Ding nehmen und dann müssen wir nur gucken, ob wir irgendwo Granit so als Oberfläche haben. Das wäre natürlich gut. Oh, guck mal da, Granit. Das ist dann nur die Frage der Frage. Haben wir irgendwo Unterschrank? Ich habe nur 173. Warum haben wir, nur noch so wenig? Also warte mal, wenn ich jetzt den dann zum Bleistift nehme, ja? Ich nehme mal den da. Blub. Oh, das sieht gut aus. Aber mich ärgert es, haben wir den nicht mit so einem Granit-Element dran? Die haben auf jeden Fall die Farben herunter reduziert. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Die hatten wesentlich mehr Farbe gehabt. War, fand ich, angenehmer, wo sie noch viel, viel, viel mehr Farbe hatten. Aber na gut. Sonst haben die da nichts, ne? Also so ein Milchglas, brauner Unterschrank. Ich muss sagen, ich mag diese roten Unterschränke. So, und dann, na gut, dann machen wir einfach eine Granitplatte. Hier war das, ne? Ja, genau. Dann machst du den da. Den da. Den da. 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 Und da.
So, jetzt brauchen wir hier aber nochmal Granit-Ding. Genau, das hier. Und dann machst du den da nochmal da. Und oh, guck mal, sieht doch irgendwie cool aus. Sogar Platte, Granitplatte. So, dann hast du hier noch das. Dann müssen wir den noch ein bisschen umfärben, dass wir hier auch nochmal so einen haben. Gut, wir haben jetzt aber, glaube ich, gar keine Farbe mehr. Doch, einmal Farbe haben wir noch. Sehr gut, sehr gut. Und da würde ich sagen, dann nehmen wir dann sowas hier mit Schubläden. Genau. So. Finde ich cool. Ich finde das spitze. So, nächste Phase. Ja, wir nutzen die Zeit einfach. Es geht ja dann gleich hell. Wir sind jetzt so ein bisschen hier am Anfang, noch ein bisschen herumbauen. Dann gehen wir zur Quest. Aber wir können ja jetzt erstmal hier... Aber was habe ich eigentlich alles jetzt dabei? Genau, das müssen wir auch mal gleich... Warte. Nicht stopp. So. Flupp. Was haben wir hier? So, du gib mir mal... Ach, du Heiliger. So, und jetzt... Feuer kann man doch nehmen. Also doch mit dem Block. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es muss halt passen. Ich würde den gern so nicht gerade in die Ecke packen, sondern so schräg. So, jetzt muss ich aber gucken, ob es das richtig ist, sonst müssen wir den nochmal aufheben. So, pass mal auf. Nee, das ist das Falsche. Nee, warte mal. Mach mal bitte das so. Und dann nehmen wir nochmal so. Und dann müssen wir mit R machen. Mit R einmal umdrehen in die andere Richtung. So. Und jetzt müsst ihr das aber so hinstellen, wie ich es mir gerne... Nee, hä? Warum ist denn das immer so? Noch so? Warte mal. Ja, genau so. Es steht so ein bisschen im Waschbecken mit rein. Ja, meine Güte, ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, da hinten sitzt noch der da dran. Und dann passt das eigentlich. Wobei, nee, warte mal, müssen wir noch ganz anders machen. Stopp. Und nochmal zurück. Also, wenn, dann muss es gut aussehen, ja? Also, wir hatten das mit dem Linksklick 1, 2 herum dann. Also, so ist er jetzt. Einmal, jetzt steht das direkt vor uns. Und jetzt muss er nochmal 1, 2. 1, 2, 3, 4. So. Und dann passt das. Genau, so ist gut. Das hier vorne, das da hinten, dann ziehst du das Ding ein bisschen vor zum Kochen und zum Hikak und Hukak und so. Und dann hast du hier drin auf jeden Fall so ein bisschen unser Essen, unsere Schämdose. Ja gut, das können wir jetzt so behalten. Das brauchen wir dann eh noch. Genau. Doch. Ich finde das so wie toll. Das macht richtig Spaß. Also ich bin richtig zufrieden, dass wir jetzt wirklich anfangen, mal auch Housing zu betreiben. Das ist ja nicht von ungefähr. So, haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier wollten wir jetzt auch erstmal nichts weiter bauen. So, ich habe kein Holz mehr, ne? Duschkopf, was bringt mir das eigentlich? Oh, ist schon... Hätte ich ja eigentlich auch reinbrennen können, ne? So, pass mal auf. Ich gehe erstmal hoch, pack's erstmal rein. Wir müssen hier unten auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen dann aussortieren, was wir wo machen und so. Und es wird richtig toll aussehen am Ende. Also wir werden uns da richtig viel Spaß und Mühe geben auf jeden Fall, dass das alles richtig gut aussieht. So, was haben wir denn noch hier? Das lassen wir hier... Genau, warte mal. Wir wollten machen... Nee, wir haben keinen Kleber, ne? Wir haben nicht genug Kleber. Das ist das Ding. Bogen. Der Holzbogen braucht noch... Also 5 mal Kleber, 15, also brauchen wir 20 mal Kleber brauchen wir. Also entweder brauchen wir 20 mal Wasser oder wir finden Kleber. Gut, pass auf, das lassen wir mal hier, das lassen wir hier. Nein, das lassen wir hier. Die nehmen wir mit, das lassen wir hier. Wir haben 86 Dinger. Wir haben nur noch 4 von denen. Wir brauchen, glaube ich, wieder neue Dings. Genau, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Nehmen wir mal mit, das lassen wir hier, den können wir zerstören, dann nehmen wir den da runter, den lassen wir hier. Irgendwas fehlt mir hier unten. Das haben wir. Ah ja, ich weiß, was hier unten fehlt. Der fehlt. So. Der kann auch noch hier bleiben. Ja. So passt. So kann der Tag gleich anbrechen. Wir haben Hunger. Wir haben Durst. Schon mal ganz wichtig. Wir haben ruckelig zuckelig. Ist ja auch heute die Sonntagsfolge. Da können wir das immer noch alles ganz gemütlich an. Ich finde, das hat was. Und wisst ihr, was wir da noch machen, damit es ein bisschen besser aussieht? Gerade alles so durch. Ich glaube, es nebelt gerade ein bisschen. Und dann würde ich gerne
dich mal mitnehmen. Komm mal mit, meine kleine Fackel. Dich nehme ich mit und hänge ich jetzt erstmal nur so da drüber. Weil das so ein bisschen so einen indirekten Lichtstil hat. Später werden wir hier noch ein bisschen mehr dann machen. Aber jetzt machen wir erstmal das so. Pass mal auf, dann können wir dich so machen. Genau, so sieht es doch schön aus. So hat es irgendwie... Ja, genau, doch, doch, das hat so einen kleinen gemütlichen Stil. Das gefällt mir richtig gut. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viel Kleber. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt auch dann von hinten machen. Aber er hat immer noch Hunger, wa? Ja, also werden wir nochmal was essen, nochmal was trinken und dann ziehen wir los. So, einzige ist noch, du hast davon so, aber ich habe nur noch 4 Federn, kein Holz. Wir können uns also erstmal nichts nachcraften. Wir müssen jetzt erstmal das, was wir haben, nehmen. Ach stimmt, hier habe ich ja alles schöner gemacht. Jetzt habe ich aber ganz schön viele Zuppler wieder. Das ist dieser Nebeleffekt. Schade, dass man die Wettereffekte nicht etwas weiter runter reduzieren könnte. Das wäre eigentlich, glaube ich, der Bringer. Ich glaube, die Wettereffekte müsste man einfach noch mal ein bisschen. Ja, komm mal, die Sonnenstrahlen kannst du mal ausmachen. SS-Effekte, wenn es Screenspace-Reflektion. Machen wir das mal noch ein bisschen weg. Alles aus. Bloom. Sonst ist jetzt eigentlich nichts, wo man das wirklich sagen kann, dass das noch was bringt. So. Vielleicht reicht das erstmal. So, wir sind ready, meine Freunde, und wir fahren jetzt erstmal zu unser Questalinski. Das ist eine schöne Pizzeria, da können wir auch noch mal ein bisschen was so auf Essen und Co. hoffen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nicht dann zu heftig das haben. Aber jetzt haben wir noch mal schön bei uns in der Bude ein bisschen was gemacht, damit es ein bisschen schöner aussieht. Das freut mich ja auch so. Was macht mir richtig Spaß in letzter Zeit. Ein bisschen einfach so Housing. Ich glaube, ich könnte mal Sims spielen. Wobei, ich warte da eher auf einen anderen Ableger. Bei Sims ist mir immer das Problem, ey, zigtausend Add-ons, DLCs, da heißt es ja jetzt, das ist ja kein Add-on mehr, früher war es für mich Add-on, jetzt ist es DLC. Und zigtausend brauchst du dafür und du hast, glaube ich, das Gesamtwert in 300 Euro oder sowas. Irgendwie so. Also ist dann doch schon ein bisschen heftig. So, naja, warte mal, da machen wir das so. So, und weiter geht's. Hier kommen wir nicht durch. Hier ist das. Da kommen wir auch gerade nicht so durch. Aber da vorbei, ne? Ja. Okay, der Parkplatz sieht auch wieder cool aus. Musst du auch gar nicht so viel absichern. Da könntest du zum Beispiel an dem Parkplatz, könntest du so dein eigenes Gebäude halt raufboppen. Musst du nur auch so ein bisschen absichern und fertig ist es. Ey, du willst mich doch jetzt ärgern, oder? Zum Glück ist es nicht wie bei Kingdom. Ja, dieses aus Südkorea. Ach, guck mal, doch, das kennen wir doch schon, ne? Das hatten wir schon mal früher gehabt. Ja, in Kingdom. Oh, das ist ein bisschen schöner gemacht. Guck mal, hier außen. Das hatten sie vorher keine Außenterrasse. Hier hast, kannst du ordern und hier geht's dann auch schon los. Okay. Na gut, dann geht's hier schon los. Na wunderbar. War ja klar, dass die von oben herunterfallen. Da kommt ihr jetzt mal raus. Danke. Natürlich nur in die Brust. Ein bisschen höher setzen. Bein weg. Ja, dass der immer nur in die Brust setzt, ist doof. Ja, schön, den dahinter weggemacht. Na, so ist mir doch egal. Meine Güte. Ah, ich hoffe echt, dass hier noch ein bisschen neue Sachen dann auf jeden Fall reinkommen für wie gesagt, die Performance. Ich bin schon wieder. Hier kam der her, ja. Hier kam einer raus, glaube ich. Ne? Hier ist jetzt auch keiner weiter drin. Dann machen wir hier mal zu. Ich das immer hasse. Diese ganz ruhigen Phasen. Und da kommst du dann in die Pizzeria rein. Und hier werden da 100 Pro noch mal ein paar sein.
du kommst nicht mal dazu. Das ist ja das Ätzende, du kommst nicht mal richtig rein. Ach. So. Huch, daneben. So, der ist schon mal Geschichte. Manchmal braucht der mal ein bisschen. So. Bis der sich hier so wieder beruhigt hat. Ich glaube, hier habe ich ein paar reingesammelt, ne? Genau, da habe ich einen. Ich soll mal wieder gucken. Ja, wir gehen ja auch ein bisschen so auf Schleichen, obwohl wir gar nicht Schleichen haben. Also wir sind ja nicht auf Schleichen geskillt. Obwohl ich Schleichen extrem, ich fand es immer cool, aber leider haben sie das nie gut, so gut umgesetzt, dass du sagen kannst, ich glaube, da geht's aber rein, ne? Warte mal. Gut, dann haben wir den schon mal ausgeschaltet. Da wird es auch nochmal reingehen. Sehe ich doch hier. Hehehe. Hätte ich schon von hier gesehen. Na toll. Siehst du, war klar. Und dann auch noch Mamutschka. Die kassiert immer gut Kellen in den Kopf. Guck mal, das sind schon vier Pfeile, die er drin hat. Ey, das ist doch das Geräusch, was die... Das ist doch das Geräusch, was die auch gemacht hat. In dem Film. Dawn of the Dead. Da war doch dieses... also wer Dawn of the Dead schon mal gesehen hat, der weiß, was ich meine. Wenn nicht, wenn ihr das noch gucken wollt, dann solltet ihr jetzt ein paar Sekunden überspringen. Aber in Dawn of the Dead gab es mal diese eine Mutschki. Die, da wurde eine Frau gebissen, die sah ungefähr so aus wie die hier. Sie wurde gebissen und dadurch hat sie sich nach einer Weile verwandelt und hat dann genau auch so ausgesehen, ist dann auch losgerannt und alles auf die Leute zu und hat auch dieses Geräusch gemacht. Selbst das ist dann gegeben gewesen. Oh, jetzt geht's hier hoch. Dachkämpfe sind immer doof. Dachkämpfer sind immer doof. Aber das Wetter haben viel eingefügt, ne? Aber wir haben wirklich eher so englisches Wetter, muss ich sagen. Okay, das war's. Wo kommen die denn jetzt her? Okay, da hinten. Okay. Ach Mist, die Entfernung treffe ich auch wirklich nur... Ich muss jetzt natürlich auch hakeln, ey, das kotzt mich an. Also es ist wirklich eher, ich glaube, das Wetter ist es beeinflusst. Ich glaube, es ist wirklich nur Wetter beeinflusst, das ganze Ding. Okay, die zeigt mir immer noch da hinten an, aber ich weiß nicht wo. Ah. Würde ich sehr bisschen ein. Der andere wird wahrscheinlich da drüben auch irgendwo rumhocken, ne? Ah, guck mal da. Da ist der andere. Und den kriegen wir auch. Aber wir sind jetzt hier wohl nicht drin, oder? Oh, hier hätte einer drin sein können. Wir würden den hier. So, da müssen wir also immer mit ein bisschen Acht geben. Okay. Der ist tot. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil Fedorinskis sind immer gut. Und guck mal, hier war der drinnen gewesen. Der war ja drin. So, 64 Federn, das ist sehr gut. Damit können wir auf jeden Fall wieder eine Menge Eisenpfeiler herstellen. Ah, guck mal da. Hier ist unsere Kuriertasche. So, dann haben wir die schon mal ready. So, hier haben wir nochmal Nesta. Ja, der, du musst eigentlich auch immer aufpassen, sobald ein Nest ist, dann kannst du damit rechnen, dass... Peter 4 auf dem Dach ist.
Sobald ein Nestchen gibt's Federvieh auf dem Dach. Wer hat das gedacht? Wow. Auch dies hier ist ein sehr schönes Gebäude, muss ich ja mal sagen. Ob wir da rein. Da rein ist Todesurteil, das wisst ihr schon, ne? Da braucht man sich doch gar kein Urteil bilden. Oh, weia. Und wenn der jetzt einbricht, bist du sowieso tot. So, warte mal. So. Guck mal, hier drinnen. Oh, da sitzt doch einer. Wusste ich doch. Wusste ich's doch. So. Bin doch nicht doof. Okay, das war jetzt nichts. Aber wir wissen es ja auch nicht zu 100 Pro, ne? Wow, 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 wow. Das hört sich immer brutaler an eigentlich, als es ist. Aber man weiß ja nie, was einen dann erwartet. Komm hier aber auch nicht so schnell rauf, wie ich es gerne hätte. Kann ich von hier? Nee, kann ich nicht. Kann man das auch ein bisschen schneller wegbauen? Ja, doch, geht. Babbel ich jetzt kurz hier weg. Und dann mache ich mir hier den Schritt nämlich rauf, weil dann kann ich nämlich hier drüber. So, pass mal auf. Achso, das war ich selber. Hallöchen und tschüssi! Irgendwann sitzt da nämlich. Ach Mann. Ja, bleibt mal da stehen, das ist gut. Wenn ihr alle so ein bisschen beschäftigt seid, das ist immer sehr gut. Oh. Machen wir mal hier den. Hey, guck mal, ich habe wieder hingebaut. Ja, yeah, er ist wieder da. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ja, wenn ihr jetzt aber jetzt kaputt haut, das wäre jetzt eigentlich eher fatal. Sag mal, bin ich blind? Ich treffe ihn doch. So, wir haben das, was wir brauchen. Alles erledigt, sehr gut. Sag mal, der Pfeil ist doch bei denen andauernd durchgegangen. Kann es, habt ihr es auch gesehen? Oh, ich habe nicht daneben geschossen, der ist durchgegangen, auf jeden Fall. Ich kann niemand daneben schießen. Hoho. So, 69 Pfeile brauchen wir auch wieder neu. Okay. Aber jetzt sind wir hier fertig, ja? Gut. Nee, ich will jetzt nicht alles aufmachen. Ich gehe einfach den Weg nachher zurück und dann haben wir ganz in Ruhe, können wir jetzt alles hier durchschauen. Ohne große Probleme. Helmlichtmod haben wir ja. Handwickel. Kann man den mal reparieren? Nee, geht gerade nicht. Gut, aber war jetzt nichts so Besonderes. Ich habe mir mal gehofft, dass wir bessere Bücher oder sowas bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr für den Bogen und sowas. Und wir brauchen Klebstoff. Oh, guck mal, ein Messer. Messer. Ja, für Messer brauchen wir auch noch mal Klebstoff. Hier sind jetzt 20 Mal Trinken drin. Ah, nein. Aber wir haben Samenverbesserung. Er hat eine Samenverbesserung. Ach, du Heiliger. Das kann man auch immer wieder voll falsch verstehen. So, Medikamente sind immer gut. Auch krass gemacht, ne? Ist du hier gar nichts? Mein Fall. Guck mal da. Das ist auch ein Fall. Munition ist Munition, meine Freunde. Denn Munition brauchen wir. Ohne Munition sieht immer ein bisschen doof aus. Nochmal ein Messer. Was ist das letzte? Nee, war 31, ne? Mann, du denkst, das mit 31 aus. 30 wäre doch viel besser. 30 ist doch eine schönere Zahl als 31. Dann hätten wir das 4er Jagdmesser nämlich schon. Verdammt. Na gut, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir nochmal was. Dann mal den. Da brauchen wir nicht. Genau, hier wollte ich eigentlich mal kurz gucken. Das ist voll witzig, hier ist alles voll zugehangen. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen Licht reinlassen. Dann könnt ihr auch wieder ein bisschen nach draußen schauen. Interessiert jetzt zwar leider gar keinen mehr. Aber gut, die haben sich halt hier verschanzt. An sich ja eine gute Sache, aber ich würde mich, glaube ich, nicht in so einem Dings verschanzen, bin ich ganz ehrlich. Und noch mehr Munition. Alles, was wir an Munition wiederbekommen können, das ist eigentlich nur perfekt für uns. Wasser. Wahres? Nochmal Wasser? Ja.
Oh, guck mal, hier ist so ein schöner Goldrutentee. Den kannst du auch mal trinken. Den brauchen wir jetzt ja auch gerade nicht. So, was haben wir hier noch Feines? Warum müssen die Dinger eigentlich immer so einen heftigen Krach machen? Okay, kannst du noch aufmachen. So, wir gehen aber nochmal den anderen Weg zurück. Das ist, glaube ich, besser. So, dann machen wir das so, so und so. Und dann bleibt der da so. Und dann haben wir hier, sind wir jetzt oben nochmal genau. Jetzt gucken wir hier aber erstmal alles ein bisschen ab. Ganz in Ruhe. Oh, was haben wir hier? Sturmgewehre. Selbstgebaute Stufe 5. Jetzt haben wir den, also den, was wir schon besitzen, den können wir jetzt dann herstellen. Ist auch ganz okay. Aber bis jetzt ist es wirklich nicht so, wo du sagst, so, yeah, genau den Loot, den brauche ich. Ja, das haben wir auch schon. Gut, dann gehen wir hier jetzt runter rein und schauen mal hier. So, jetzt ist auch noch mal ein paar Sachen. Drohnen sind immer gut. 9500 haben wir. Bisschen Murki-Wasser, also dreckiges Wasser haben wir auch. Ja, na, Wasser ist eigentlich wirklich so das Thema, was wir am ehesten brauchen. Das Papier immer da drinnen, ne? Ach, guck mal, das war von der anderen Seite. Weil jetzt, wie gesagt, wenn ich alles aufmache, dann kommen die mir wieder von... Oh, wieder ein Messer. Problem ist aber, ich habe hier in dem Messer drei Sachen drin, wobei... Warte mal. Was lassen wir jetzt mal gucken? So, warte mal. Wir haben jetzt hier einen 7er Schaden, ja, der hat 8,5. Und der hier hat 11,9. Wenn ich den jetzt verändere, da packe ich den... Ach, Stufe 1 hat schon 2er Slot? Hat schon 2er Slot drin? Okay, dann haben wir 14. Dann machen wir den da schon mal rüber. Machen den mal weg und geben in dem das rein. So. Hört sich cool an. Finde ich gut. Gefällt mir. Lalalala. Wir haben jetzt ein schönes Messer. Hätten wir letztes Mal schon machen können, ne? Aber naja, gut. Jetzt haben wir es jetzt. Sobald wir können, werden wir auch den, das nächste Messer dann auch herstellen. Und dann passt das. Ja gut, ich habe jetzt, habe ich dabei? Ne, ich habe nicht dabei. Ja, wir müssen echt dann noch mehr mit Dietrich arbeiten und sowas alles. Dann passt das auch. So, nehmen wir das mit. Dann können wir das auch gleich mal zerrubbeln. Du hast doch bestimmt jetzt ein bisschen Hunger. Das kannst du jetzt mal essen. Ich weiß, kann man später auch noch verkochen. Aber das ist alles später. So. Moment mal kurz, ich bin gleich wieder da. So, dann sind wir wieder. Da können wir mal weitermachen. Wir sind auch schon bei 32 Minuten, ne? Aber wir haben ja auch erstmal ein bisschen Housing gemacht, bin ich der Meinung. Das war ja auch... Hä, kam ich hier jetzt her? Ja, doch, hierher kam ich, genau. Ich kam dann hier. Guck mal, die haben wir übersehen beinahe. Und den haben wir auch übersehen, habe ich gehört. Die Tür ist gar nicht da. So, wir sind zwei überladen. Sind wohl genährt. Sind wohl gesüffelt. Irgendwas drin? Nö. Oh, guck mal da. Sag mal. Brr. Oh. Na ja, gut. Wenn es dir mal ist, dann halt so. Ach so, stimmt. Da kamen wir ja auch noch her. So, was haben wir hier noch? Genau, das müssen wir auch noch machen. Dann machen wir Halbblöcke da oben. Oh, Cooking. Cooking ist immer gut. Ist das jetzt wirklich Flower? Ach, lol. Yucca-Saft-Smoothie und Bier freigeschaltet. Sehr gut. Ey, das läuft, meine Freunde. Das läuft. So, warte mal, hier war auf jeden Fall auch noch was drin, ne? Genau, da ist noch eine Shamway-Kiste. Ich bin viel entspannter, wenn du im Nachhinein lootest. So als kleine Belohnung auf alles. Das finde ich aber wesentlich angenehmer. So, guck mal, wir sind schon bei 29 von 30. Ein Großteil des Essens haben wir schon. Das können wir eh nicht kaputt machen. Das ist auch nur noch so getäuscht. Da ist nichts weiter. Hier haben wir noch diesen. Mega Crush. Die heben wir uns auch nochmal auf. Die können wir später nochmal gebrauchen. So, hey, neues Messer, Gebäude geschafft. Eine Menge Loot. Und ich würde sagen, Abgabe. Noch Abgabe zusammen und dann können wir in der nächsten Folge dann auch nochmal, ich überlege, ob wir dann gleich losgehen, ob wir nochmal was wegbringen. Müssen wir mal gucken. Aber es ist doch ein schöner ausklingender Sonntag gewesen. Ja, wie gesagt, ab und zu immer noch diese Ruckler, die Mini-Ruckler. Ich hoffe, dass sie dagegen irgendwas machen. Das wäre wirklich toll. Habe ich hier noch irgendwas Interessantes drin? Nee, war gut. Ja, stimmt, jetzt habe ich ja, ich habe noch einen Platz frei. Da kann ich sogar die Bücherkiste machen. Ich finde das Messer cool. Ey, wenn wir da auch Machete, wird nachher richtig cool dann werden. Da freue ich mich ja auch schon.
Aber leider nicht genug Kleber gekriegt. Na, vielleicht hat er ja noch ein bisschen Kleber. Wenn nicht, können wir bei ihm noch was trinken holen, also Wasser. Das hat er auch noch ein paar Sachen haben. Die Speerjäger ist jetzt nicht. Die sind eigentlich ganz cool, aber ich bleibe erstmal da, dass wir das meiste selber herstellen können. Haben wir eigentlich jetzt Leder gesammelt, dass ich das reparieren kann? Ja, haben wir. Dann würde ich sagen, ich verkaufe dir erstmal noch ein bisschen was. Oh, 58. Ja, holla die Waldfeld. Wir haben schon 11.000 zusammen, meine Freunde. 11.000. Die behalten wir, weil wir die dann für jemanden hineinpacken können. Das behalten wir, behalten wir, behalten wir, behalten wir, behalten wir, behalten wir, behalten wir. Okay, behalten wir. Ja, ja, sehe ich auch so. Messer. Qualität 4. Endlich. Kochen. Ich habe kein Problem. Ich bin irgendwie so befriedigend, wenn er so bling bling macht. So. Weißt du, das ist sowieso. So, wir sind 2 überladen. Das geht aber eigentlich. So, was haben wir hier noch Schönes? Messer, 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 Messer. Genau. 6 Bücher auf die 5. Ich glaube, wenn wir die 5 haben, das reicht ja dann auch aus. Dann machst du einfach ein schöner 5er Jagdmesser. Und dann machen wir schon Machete. Wobei, wir können auch schon das 4er Jagdmesser machen. Da gucken wir mal, was wir jetzt hier schon für ein Damage fahren. 14,3, 39,4, 8,4 Blockschaden. Muah. Besser kannst du gar nicht laufen. So, pass mal auf. Darf ich mal dein Inventar sehen? Hast du noch irgendwas, was wirklich von Interesse sein kann? Das auf jeden Fall nicht. Feder. Kostet mich 150 mitnehmen. Wir müssen neue Dings bauen. Beton-Kukagi machen wir noch. Doppeltaschenmod nochmal. Nochmal eine Doppeltaschenmod. Haben wir noch was übrig? Ja, nehmen wir mit. Können wir wieder mehr tragen. Die Dinge sind zu teuer. Hier hatten wir jetzt schon alles rausgesucht, was für uns wirklich Scrapping Fun. Sammelwerkzeuge. Eigentlich wäre das gut, aber kostet mich. Huch! Ach, hat er schon wieder gekauft. Meine Güte, der kauft ein und ein und ein und ein. Dem ist alles egal. Doch, die nehmen wir mit. Wir müssen Kleber machen. Glas Honig schon wieder. Hä, hat er nicht schon erst gehabt, Rücksetzung? Nee, erstmal nicht. Wir haben noch Laterne. Ach, cool. Würde ich gerne mal sehen, wie es zu Hause aussieht. Geräte, Bilder, Kühlbox, kleine Rohre, Trinkwasserbehälter, große Rohre, Kühlen, Küchenspüle. Guck mal eine an. Da müssten wir so ein Dings dann nehmen, wa? Nehmen wir mal mit. Bisschen was für Housing. So, Schraubenschlüssel, Qualität 3. Sollten wir demnächst dann auch mal machen. Und wir können. Du hast eine 3er drin, du hast eine 2er drin, du hast nichts drin, du hast nichts drin. Okay, 2 können noch. Dann können wir den hier auf jeden Fall nochmal rein. Hm? Wodurch wir nur noch 5 weniger zum Tragen haben. Das ist krass. So, den wollen wir, das machen wir in der nächsten Woche. Ich glaube, wir machen das so. Ich nehme jetzt mal Quest an. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen und säubern. Smithstone Silos. Das machen wir. Machen wir in der nächsten Folge. Wir fahren aber in der nächsten Folge erstmal zurück. Setzen die Sachen alle rein. Was wir alles haben, geben wir alles ab. Machen alles fertig. Bauen uns neue Munition. Und können wir da mal das mit der Spüle gucken. Und das mit der Laterne auf jeden Fall. Und dann werden wir noch ein bisschen Housing machen und dann fahren wir zur Mission. Das ist auf jeden Fall der Plan. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt nicht immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da, wie gesagt, erstmal Retour. Wir räumen alles aus, stellen noch ein paar neue Pfeile her. Gucken, ob wir noch mal ein bisschen Kleber machen können, dass wir uns vielleicht das 4er Jagdmesser machen. Und im Anschluss daran gehen wir dann auf Mission und schauen, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass wir die Mission fertig kriegen. Und dann sehen wir mal weiter so. Das wär's dann. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.